Nun gut, lieber Emmis, nun gut. Müsste ich eigentlich auch mal gleich tun. Ich wollte es eigentlich dir geben, aber ich hab's dann gelassen. Das hätte dir nichts gebracht, weil mein Inventar mindestens mal genauso voll ist. Ärgerlich. Tja, ich bin halt nicht immer deine Packschlampe. Aber... Ich möchte, dass du meine Packschlampe bist. Dann musst du mehr bezahlen. Achso. Okay. Weil normalerweise werden wir ja vom Bund bezahlt. Nee, das ist ja beim Kurga und mir der Fall. Wir werden ja vom Bund bezahlt. Das ist ja sonst bei dir ist das ja abgelehnt worden. Bildungsaufträge und so, weißt du? Ja, ich weiß. Frag dich mal warum, was? Okay, jetzt geht's oben in die Kiste. In die linke. In die linke? Mhm, in die obere linke Kiste. Da geht es jetzt rein. Ich dachte jetzt schon, du willst dich jetzt hier irgendwie parteitechnisch äußern. Also. Nein. Oben in die linke Kiste geht das rein. Dann musst du das wieder da dranhängen und dann kannst du es in die rechte Kiste schmeißen. Du hattest auch noch 2,5 Stacks reingeschmissen, oder? Ja. Reingeschmissen? Ins Wasser. Okay, also das dauert noch ein bisschen. Ja, ich habe jetzt aber auch noch 1,5 Stacks in der Hand und habe davon jetzt auch schon einiges verbraucht, weil ich das, weil ich die Farm gleich wieder aufgefüllt habe. Okay. Ich komme jetzt also nach vorne und platziere oben also das, was ich noch habe. So. Also du bist jetzt fertig mit neuem Platzieren? Ja. Kannst du das aus der linken Kiste einfach in die rechte Kiste schmeißen? Ja, jetzt will ich erstmal aussortieren. Weil das geht ja automatisch ins Lager, ne? Das müsste automatisch ins Lager gehen. Das war damals ja deine Intention. Ich guck mal gerade, ob das überhaupt ankommt. Ja, das kommt an. Sollte. Erde. Erde. Merde. So, meine lieben Freunde, dann haben wir das schon mal erledigt. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass mein Shader keine Shaders wirft, aber das wird dann zur nächsten Aufnahme korrigiert. Was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, total überraschend, ja, ist, dass uns ja noch was fehlt. Was? Unsere Felder. Piep, piep. Gaming is no sugarlinking, wie der Freund Rocket Devil einst sagte. Nee, Rocking Devil. Rocking Devil? Rocking. Rocking. Nicht Rocket Devil, nein, weil ein Raketenteufel ist er nun mal nicht, dafür ist er auch schon zu alt. Richtig. Ja, aber Gaming is no sugarlinking, hat er mal gesagt und da hat er ja auch nicht ganz Unrecht mit. Ach, jetzt weiß ich auch, warum wir... Ja, genau, alles klar. Jetzt weiß ich auch, warum das so war, wie es war. Aha. Na toll, Emmis. Und weshalb war das so? Wegen weil. Ach so. Jetzt weiß ich auch, warum wir da Dingens hatten. Wasser? Richtig. Ja, weil, Weil, genau, wegen darum. Wir hatten Wasser zu sitzen, weil wir dort mit dem, Ja. Sugador hier so bauen konnten, weißt du? Ja. Weil das geht ja immer nur eine Reihe und dann müsste jetzt hier wieder ein Wasserlauf hin. Richtig. Also hier so. Richtig. Ja, und warum sagt mir das keiner? Du hast es doch selbst rausgefunden. Reicht ja, aber Emmis, ganz ehrlich, das hättest du mir auch sagen können, ja. Nö, hab ich keinen Bock zu gehabt. Ja, aber das hättest du doch trotzdem mal machen können. Aber ich habe da keinen Bock zu. Ja, aber du hättest das doch mal machen können. Ja, hätte, aber ich hab nicht. Weißt doch warum? Weil du keinen Bock zu hattest, nämlich. Richtig! Ach, wie ich dich doch kenne, ha? Ein bisschen.
Nur so ein bisschen. Es reicht aus, um dich einschätzen zu können. So, haben wir ja gleich mal fertig hier mit dem ganzen Rumgeämmisse. Was? Das ganze Rumgeämmisse? Ja. Spinnst du? Nee, das ist ja Rumgeämmisse, wenn ich spinnen würde. Nein, es ist alles gut, Emmisse. Wir können uns hier nicht alle naselang dissen. Das geht einfach nicht. Haben wir eine leere Gussform? Bestimmt, warum? Was hast du denn vor? Nix. Ah, du möchtest Scheiße bauen. Ein bisschen. Warum, Emmis? Warum? Ich will's doch nur verstehen. Ach, weil ich's kann. Wozu braucht man einen Clean Room Air Filter? Frag das den Tikel. Ich hab keine Ahnung. Weißt du, wie viele Items in diesem Modpack drin sind? Von Red Logic. Boah, es ist sehr viel Zeug drin. Oh. Was? Hahaha, nix. Okay. Oh, das Jetpack ist immer noch nicht geladen. Das gibt's doch nicht. Warum nicht? Siehst du, ich müsste meins ja vielleicht auch mal aufladen. So, jetzt muss ich mir erstmal wieder Licht machen, weil der MS schläft nicht. Ah ja, jetzt ist es fertig. Wie war denn das? Wie war denn das? Was denn? Ja, gut war's. Wie denn sonst? Was denn? Naja, schniekes Zeug, MS. Einfach nur schniekes Zeug. Hallo Jan, hallo Christoph. Oh, da sind ja noch die Schilder von Jan und von Christoph. Du hast da gar nicht Unrecht mit, MS. Mhm. Oh. Und ich habe dich schon extra so platziert, dass du immer dran vorbeilaufen musst. Ja, aber hallo, du hast es nicht groß genug geschrieben. Guck doch mal meine Augen an. Mein Alter. Ach so. Ja, das hatte ich nicht bedacht, da hast du recht. Ja. Du willst immer mit Profis arbeiten, weißt du? Und dann denkst du noch nicht mal an sowas. Du weißt doch, dass ich alt bin. Obwohl, du könntest es natürlich auch vergessen haben, du bist ja selber alt. Mhm. Du solltest allerdings hier vorne zulassen. Und genau das ist es, was ich nicht verstehe, Emmis. Warum sollte ich da vorne zulassen? Wenn mir das Wasser nicht hier langläuft. Mhm. Wieso bleibt denn das hier stehen? Weil das ein anderer Wasserfluss ist, wie hier vorne, die jetzt werden. Warum ist der anders? Weil der anders ist. Ich frage dich auch nicht, warum du anders bist. Nein, der wird genau vorne anhalten. Tse. Du bist auch anders als die anderen. 1, 2, 3, 4. Ich bin definitiv anders. Das ist überhaupt keine Überlegung wert. Das ist wirklich so. Ich bin sowas von anders. Noch anders star geht's gar nicht. Anders star? Alter, das anders ist star. Anders star. Ist doch egal. Wo bist du? Weg. Ich hab mich verzogen. Ich hab Angst vor dir. Echt? Es tut mir leid. Nein, natürlich nicht, Ims. Das tut mir echt leid. Ich organisiere gerade ein wenig Material, um den Spaß da auch wirklich hinzukriegen, wie er hingekriegt werden sollte. Weißt du? Ich weiß nicht, ob die Villa vielleicht ein bisschen zu groß ist. Ich denke schon, dass die zu groß ist, Emmis. Wenn du von oben auf die Minimap guckst, sieht's aus wie eine kleine Rennbahn. Hm, sieht bestimmt aus wie der Hockenheimring. Ja, das kann sein, dass der aussieht wie der Hockenheimring. Ist klar, da hat er Spaß dran. Ja. Oh, können wir den Hockenheimring nachbauen? In diesem Let's Play? Ja, klar. So den kompletten Hockenheimring. Ja, komplett originalgetreu. Im Maßstab 1 zu 1. Nicht unbedingt. So, jetzt wollen wir mal gucken gehen, ob das tatsächlich da unten durchfließt oder ob das da unten anhält. Ich hab vergessen, einen Dings wegzumachen. Oh, schon wieder vergessen. Oh, schon wieder vergessen. Gut, dann mach das bitte mal bei allen anderen auch.
prima. Funktioniert doch. Prima. Zack. Und zack. So, ich hau hier mit meinem Ärmchen alle Erde weg. Nur für dich. Ja, ja. Guck mit meinem Ärmchen. Ja, wie du es drauf hast, Emmis. Mit deinem kleinen Mini-Ärmchen. Ja. Hier hinten hast du aber einen vergessen. Oh. Nee, da war ich noch nicht. Na, das ist doch... Ist das doch, ha? So muss das doch aussehen, Mensch. So, und hier war zu. Ups. Ja, das läuft auch. Feine Sache. Ist eigentlich schon mal aufgefallen, dass wir Kürbisse angebaut haben, aber nie welche abgeerntet haben? Das ist mir aufgefallen. Wir haben aber auch noch nie Kürbiskuchen gemacht, weil wir unglaublich viel Gedöns haben. Was wir gar nicht gebraucht hätten. Wie zum Beispiel, dass der Fino dahergeht und diverse Fleischsorten irgendwie umsortiert und so. Hey, das war nicht meine Idee. Gut. Mir ist die Erde ausgegangen. Ich habe auch noch 6. Hilft zwar jetzt nicht so viel, aber... Das ist nicht schlimm, Miss. Aber ich will die Felder halt einmal komplett bestückt sehen mit allem, was wir haben. Das wäre schon Schnieke, wenn du verstehst. Das wird knapp. Warum wird das denn zeitlich knapp? Zeitlich wird das knapp. Meinst du? Ja. Also du meinst voll bewachsen oder wie? Mach du bitte entweder Erde oder mach das Zuckerrohr und gib mir die andere Aufgabe. Dann würde ich doch mal sagen, Emmis, mach du mal mit der Erde heute. Nicht immer nur ich. Immer ich. Ja, genau. Immer du. Genau. Immer du. Ich erinnere dich nur an die Folge im Neta. Finde ich schön. 2 Stunden aufgenommen, keiner hat einen Block gesetzt. Nicht einen Block gesetzt, genau. Ja, das ist ja jetzt so nicht richtig, ne? Wir haben ja hier schon gemeinschaftlich Blöcke gesetzt. Gut, jetzt nicht so viele, aber immerhin. Na, Emmis, wie fühlt sich das an, wenn man die Drecksarbeiten machen muss? Nein, es ist alles gut. Obwohl, du klatschst gerade Dreck, oder? Dirt. Das ist alles Dreck. Ja, das ist alles Dreck. Alles Dreck. Immer dasselbe, ja. Mach mal bitte ein bisschen slower. Ich muss die Erde noch setzen. Auch noch? Ja, ja. Oh. Slow down. Flup. Ding, ding, ting. Ach ja. Hm? Okay, jetzt kannst du wieder ein bisschen mehr Gas geben. Sag mal, was sagt eigentlich der Dönermann vom Böhmermann? Wer? Der Dönermann vom Böhmermann. Was soll ich das wissen? Was sagt er? Weiß ich nicht, ich frag dich. Weil er hat ja Satire gemacht. Hm? Weißt du? Und hat damit aber auch eben türkische Leute wohl angegriffen, die irgendwie präsidentenanhängig sind. Und ich frage mich gerade, ob der Dönermann vom Böhmermann vielleicht auch irgendwie den türkischen Präsidenten sehr gerne mag. Weißt du? Das weiß ich nicht. Würde mich ja interessieren. Und frag ihn. Ich weiß gar nicht. Wo ist denn der? Wo geht denn der Böhmermann zum Dönermann? Das weiß ich nicht. Das muss doch recherchieren. Oh, muss ich auch noch recherchieren? Sag mal. Na, immer mit Profis, weißt du. Der ist auch ein bisschen schneller. Nö. Ich bin alt. Geh doch in der Zwischenzeit was essen, Emmis. Am besten beim Dönermann vom Dönermann. Was? Fertig. Di 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 di